Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich gehe davon aus, dass du mehr über Gefühle wissen willst. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen in meinen Coachings und Trainings, die sagen immer, ach, ich fühle nichts. Und dann denke ich immer, wir werden sehen. Ne? Ich bin ganz sicher, dass jeder Mensch fühlt, aber wir haben als Kinder, wenn es zu weh getan hat, dann sind wir oft vom Herzen in den Kopf gegangen und haben uns verboten, Gefühle zu fühlen. Oder wir durften gar keine Regungen zeigen, weil wir einfach funktionieren mussten. Und ich glaube aber, dass wir als Seele in den menschlichen Körper inkarnieren, hier auf der Erde landen, um genau das zu tun, Gefühle zu fühlen. Und Gefühle sind für mich Angst, Trauer, Neid, Hass, Wut, Scham, Schuld, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Freude, Liebe, Glückseligkeit, sich geborgen fühlen und. Ne? Menschen kategorisieren diese Themen ein in schlecht und gut. Deine Seele sagt einfach nur, es ist. Und deinem System ist es völlig egal, welches Gefühl du gerade fühlst. Das will nur, dass du fühlst. Und du kennst es vielleicht von dir selber und ich kann da auch von mir sprechen. Ich habe früher Angst- und Panikattacken gehabt und die wollte ich natürlich gar nicht fühlen. Wütend durfte ich als Kind nicht sein. Traurig durfte ich auch nicht sein, hat mein Vater immer gesagt, heul nicht so viel, du musst härter werden, mein Mädchen. Das bedeutet, ich habe diese, ich nenne sie mal niederschwingenden Gefühle immer weggeschoben. Wenn du doch aber als Seele in dem menschlichen Körper inkarniert bist, um genau diese Gefühle zu fühlen auf der Erde, was wird dann das Universum machen, damit du auf deine Kosten kommst? Richtig, das Universum wird dir die nächste Situation in dein Leben schicken, wo du das wieder fühlen kannst, ne? Und dann schiebt es Menschen wieder weg. Woher ich das weiß? Aus meinen Trainings. Ich habe viele, viele Jahre von der Bühne aus einen Workshop leiten dürfen und habe es einfach erlebt. Ne? Dann kommt eine neue Situation, du hast wieder die Chance, dieses Gefühl zu fühlen. Und gerade heute, als ich im Auto saß, hatte ich auch wieder eine Klientin, die wollte einfach ihre Panik nicht fühlen. Und dann habe ich gesagt, jetzt nimm doch einfach dieses Gefühl mal an und mach dir mal bewusst, wovor hast du denn wirklich Angst? Und die meiste Angst, die Menschen mit Panikattacken haben, in meiner Erfahrung, ist eben Todesangst. Wir haben Angst vor der Angst und wir haben Angst zu sterben. Und da ich selber da durchgehen durfte, hat mich irgendwann eine tolle Seele gefragt und hat gesagt, hey Steffi, wie oft bist du denn schon gestorben? Und da musste ich lachen, da habe ich gedacht, ja tatsächlich noch nie. Und das habe ich mir dann bewusst gemacht, habe mich hingesetzt, ja, also habe ich sehr viel Erfahrung in Panikattacken und habe diese Panik durchgefühlt, habe auf die Uhr geschaut, wie lange die dauert. Und habe beim ersten Mal, weiß ich noch, wo ich gesessen habe, war ich total stolz auf mich. Ich habe gedacht, boah, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft und ich lebe noch. Und oh, es wurde langsam wieder besser mit diesem Atmen. Und dann ist mir vollkommen klar geworden, Gefühle wollen gefühlt werden, so wie ein Bonbon gelutscht werden will. Und wenn du jetzt das Video hörst und dich erkennst, dann lade ich dich ein, deinen Gefühlen wirklich Raum zu geben. Also ich habe wirklich viele Klienten, hunderte Klienten schon im 1:1 betreut, habe auch ganz viele. Und die sagen mir immer, ja, das mache ich schon, das fühle ich schon. Und mittlerweile bin ich denen aber schon auf die Schliche gekommen. Die denken, dass sie die fühlen. Ne? Wenn ich sage, ich fühle jetzt meine Angst, dann habe ich die hier oben. Aber ich kann eben mit dem Gedanken nicht das Gefühl fühlen, sondern ich muss mich wirklich mal hingeben. Und in dem Moment, wo ich bereit bin, hinzufühlen und das wirklich da sein zu lassen, ohne permanent mit dem Kopf dabei zu sein, mich der Sache einfach mal hinzugeben, musst du nur 10 Minuten am Tag machen und das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage hintereinander mal machst, dem Gefühl Raum gibst oder dem Gefühl Raum gibst, wenn es kommt, dann kann es sich verwandeln. Weil du kannst für deine Gefühle dir auch vorstellen, das sind alles deine Kinder. Was würde eins deiner Kinder machen, wenn du permanent die Tür zumachst und sagst, raus, will ich nicht? Ne? Das würde immer lauter werden, richtig. Es würde an die Tür klopfen, es würde trampeln, auf den Boden schlagen und sonst was, nur um gesehen und gefühlt zu werden. Also meine Message an dich, nimm deine Gefühle an und fühle jedes deiner Gefühle. Wenn du dir vorstellst, du kommst aus der Einheit hier in die Dualität auf die Erde, heißt entweder oder, dann ergibt das Ganze auch Sinn. Von der Trennung geht es wieder in die Verbindung. Und wenn ich meine Angst bereit bin zu fühlen und der Raum gebe, dann kann auf der anderen Seite der Mut sich entfalten oder die Liebe sich zeigen. Ja, viele Menschen wollen erfüllt sein,
Was musst du denn fühlen, bevor du dich erfüllt fühlst? Richtig, die Leere. Wenn du die Leere annimmst, dann kann das Universum dir sozusagen zeigen, was da rein gefüllt werden kann, damit du dich erfüllt fühlst. Aber die meisten Menschen, da nehme ich mich nicht aus und vielleicht kennst du das auch, die füllen diese Leere. Die fühlen die nicht, sondern die füllen die mit Essen, mit Rauchen, mit Drogen, mit Sex, mit Sport, mit Einkaufen. Ne? Das nur um ein paar Beispiele zu nennen. Also ich könnte mit dir stundenlang über diese Dinge sprechen. Das machen wir vor allen Dingen auch in unseren Workshops. Darum geht es im Klarheitsturbo, der immer wieder live stattfindet. Also schau gerne auf meiner Internetseite, wann der nächste Klarheitsturbo ist. Dort gehen wir mehr auf diese Ebene, gehen wir mehr darauf ein, was wir halt alles gelernt haben an Gefühlen, was für Überlebensstrategien wir gefahren sind und warum wir überhaupt so ticken, wie wir ticken. In diesem Sinne, danke, dass du da warst. Ich hoffe, das hat dir den ein oder anderen Klickmoment beschert. Wenn du mehr wissen willst, dann guck dir einfach die nächsten Videos an.